Und das ist Daniel André Tande, der hier im Vorjahr gewonnen hat. Ein Jahr nach seinem schweren Sturz in Planica. Das war ein Riesenereignis hier. Hat auch Mühe, überhaupt den richtigen Gleitwinkel zu finden, da am Schluss vor allen Dingen. Das war keine gute Landephase mehr, keine gute letzte Flugphase. 126,5 Meter, auch Tande bleibt hinter Geiger. Severin. Ja, er macht eigentlich wirklich einen sehr schönen, harmonischen Sprung. Aber gerade in der Phase, da scheint es ihm fast ein bisschen zu viel zu werden. Und da bremst ihn eher, als dass es ihn wirklich noch trägt. Aber ich glaube trotzdem, dass er kann schon mit dem Wettkampf zufrieden sein. Also ich glaube, mit der Situation ist er schon ganz happy. Also ja, man sieht ihm auch an. Ja, er kommt ja sozusagen.